Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Ja, ich hoffe, ihr habt mich vermisst. mir ist gerade aufgefallen, die Kamera ist immer echt dunkel, wenn ich Factorio spiele. Ich glaube, ich nehme irgendwie immer nur nachts Factorio auf. Ich hoffe, es stört nicht so. Aber Factorio ist auch oft dunkel. Sieht doch doof aus, wenn mein Gesicht da so beleuchtet in der Ecke ist. Ich werde eh schon so ziemlich vom Bildschirm angestrahlt. Ja, ich habe jetzt gerade mal wieder reingeschaltet, weil die Power Armor ist jetzt fertig geworden. Dö, dö, gut, dieses ganze Equipment hier, das forsche ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil ich finde diese Kapseln, ich finde die echt für den Arsch. So, es macht für mich keinen Sinn. Wir brauchen noch das Produktivitätsmodul 3. Das forsche ich jetzt als nächstes. Das brauchen wir dann noch, dann können wir das Rocket Silo erforschen. Ah, nee, gar nicht, da brauchen wir noch die ganzen Raketenforschungen. Aber wir haben da schon mal alle Module zusammen. Wir produzieren auch immer noch hier eifrig an unserem Speed-Modul. So. Ich werde ja gleich unten den Einsatz haben. Auch muss man ja ranzoomen, nicht, dass ich irgendwas ummiete versehentlich. Boah, nee, also mitten durchfahren ist eine schlechte Idee. Fahre ich hier außen rum. So, ein bisschen da. Oh, Vorsicht, 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 nichts umnieten, nichts umnieten. Da geht die ganze Beleuchtung an. So, aber bevor ich jetzt hochgehe, werde ich nochmal die Forschung beschleunigen. Also ich gucke mal, was ich schon an. Ich breche die Module gleich alle mal ab, gucken, was ich schon fertig habe. Knüppel das dann da rein. Weil blaue Fläschchen. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Oh nein. Ich Idiot. Ich drücke Leertaste. Was? Jetzt habe ich die Waffe in der Hand. Warum nutze ich noch die Shotgun? Das ist doch. Die wollte ich doch eigentlich her haben. Ja, zumindest forschen jetzt alle mit blauen Fläschchen. Trotzdem werden wir hier mal. Was auch immer wir hier alles tun, abbrechen. Zack, 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 zack. Zack. Wir haben jetzt viele von den kleinen. Hier passen auch noch vier rein. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir ja schon Speed plus 20 für jede. Hier kriegen wir Speed plus 30 für jede. Ich guck erstmal, was die so sagen. Ja, guck mal, ich dachte, da gehen nämlich auch schon wieder die Robots raus, weil ich hier zu wenig Greenplates produziere. Der Kupfer kommt genug, aber ja, wir machen einfach nicht genug Plättchen. Wir werden hier alle zu schnell abgegriffen. Die produzieren wir genug. An denen mangelt es auch nicht. Ich habe die Plättchen, die werde ich hier dann verbraucht und dann kommen wir unten zu wenig an. Aber ich will jetzt auch nicht hier unbedingt die ganzen Dinger verheizen. Guck mal, hier gehen auch gar keine Module rein. 1, 2, 3, 4. Weil die sind hier auch nochmal 50% schneller, bauen wir 4 Stück hier vor und die kommen dann später noch da hoch. So lange bleibe ich aber jetzt nicht hier sitzen. Andererseits gehen die so schnell. Warum also eigentlich nicht? Wo haben wir es denn hier? Zack, zack. Zack. Und warte mal. Jetzt brauche ich ja nur noch eins, ne? So, vielleicht geht es jetzt ein bisschen schneller. Jetzt hier nochmal 6 Speed-Module. Ich werde erstmal nur bei den einfachen kleinen bleiben. Weil die großen sind echt teuer, dauern ewig. Wenn man sich eine Produktionsanlage baut und mit roten Chips und allem, wird es wieder voll viel Petroleum kosten. Und darum, Wayne. Petroleum geht auch langsam wieder runter. Das ist erst halb voll. Eine Pro Batterie werden wir noch lange nachproduzieren können, brauchen wir nicht so viele.
Hier brauchen wir auch nichts mehr. Kunststoff halt. Ist aber auch schon auf Vorrat. Braucht auch nicht mehr so viel. Ich hoffe, dass wir erstmal noch eine lange Zeit jetzt damit auskommen. Hoch war dann da. Ganz mehr noch Muni. Also, Arschlecken und Bettchen machen. Wir machen wir nicht. Hier per Hand noch mal zwei Stacks reinholen. Dann machen wir jetzt mehr an Stil. Stil haben wir auch irgendwo gespeichert. Jetzt machen wir jetzt mehr Plastik. Tut zwar weh, aber zack ich mir auch mal zwei Blöcke von ab. Das muss reichen an Cannon Shells. Ein bisschen haben wir auch noch dabei. Hier noch große Panzer raus, die ich hier kann ich sogar wieder laden. Nice. So, was ist hier unten jetzt? Ja, hier unten irgendwo war nah dran, genau hier noch eins. Das machen wir auch noch weg. Wahrscheinlich ist es irgendwo. Das heißt, da können wir uns mit dem Swap auch noch ein bisschen ausbreiten und sind auf jeden Fall erstmal safe. Nee, bevor wir das Ganze machen, würde ich erstmal das Eisenfeuer hier besorgen. Nicht, dass die auch bald zu Neige gehen, allerdings glaube ich. Guck mal hier. Im Großen und Ganzen ist das hier noch proppenvoll. Türme sind alle noch gut. Also, hier ist der einzige Waggon, der überhaupt großartig befüllt wird. Vielleicht sollte ich da mal gucken, dass wir die schnellen Arme hinsetzen. Kommt das da noch einen Tacken schneller rein. Und weiter geht's zum Gemetzel. Hier ist ja eigentlich alles top. Eisen haben wir erstmal noch. Ich meine, da rechts ist auch noch so ein dickes Eisenfeld, also da bräuchten wir nicht viel weiterfahren, um da noch mehr Eisen zu kommen. So, Geschütze sind stark da. Nur die beiden hier da? So, okay, jetzt alle weg. Dann nehmen wir das hier jetzt auch noch mit. Das lohnt ja sonst kaum. Denn die ganzen hier jetzt auch noch an. Oh, was ich auf jeden Fall mal mache, habe ich letzte Folge vergessen. Das war ja Folge 34. Save ich dann nochmal. Ich save sonst nicht nach jeder unbedingt, aber. Wenn man so einiges schnitzen wird, besser. Kann man natürlich passieren. Nein,
Nein! Ja, das war's, glaube ich, mit mir. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Da war viel Muni drin. Ach, krass. Ah ja, wir haben die Laufbeine, deswegen sind wir schneller als die. Das könnten wir gar nicht abbauen. Oh Gott, oh Gott. Wenn die mich kriegen, dann verkackt. Warte, ich mache erstmal Zwischenstopp hier an der Eisenmine. Ich steige einfach mal in den Zug. Ich mal in die Base fahren. Und wollte wieder hinterherlaufen. Der Zug wird ja hier direkt repariert. So. Jetzt mal gucken. Sieht trotzdem nicht besser aus mit den grünen Chips. Aber die blauen Flächen häufen sich trotzdem so langsam an. Ist schon mal gut. Die Forschung auch schneller. So, wir haben noch hier. Ach komm. Die kann ich auch schnell per Hand hier hinbringen. Das brauchte ich überhaupt noch. Aus 2000 noch mindestens, ne? Fehlt noch einiges. Ich weiß gar nicht, hört man die Windows-Geräusche eigentlich? Dieses Bibing. You got a message. Hey, hey. I'm freuing mich over a message. But why does messages to me ever send when I'm at aufnehming? So. Ich wollte bauen. Okay, eine Bekannte, antworte ich später. Ach, ich kann ja die MK2 auch schon bauen. Boah, guckt euch mal, wie teuer das Ding ist. Aber das müssen wir doch zusammenkriegen, oder? Die Rohstoffe, die das Ding haben will. Blaue produzieren wir hier. So. 2,4000. Was? Alter. Ne, ist full. Shit, ey. Ich brauche Effizienzmodule. Vielleicht baue ich die erstmal einzeln. So, welche brauche ich denn? 5 blaue und 5 grüne. Ach du Scheiße. So. Da stehen wir oben halt doch noch. Was von den Alien-Artefakten holen. Genau, hier verbrauche ich noch Stuff. Vier. Und eins. Oh. Plastik habe ich gar nicht mehr, ne? Eins, zwei. Zwei hatte ich erst produziert. Ach du Scheiße. Drei. Ah, da geht mir das Plastik aus. Mehr habe ich nicht mehr. Ja, ich produziere schon mal vor. Es wird schon ewig dauern, bis das fertig ist. Schon hier so 80. 20, 20, das geht alles noch. War hier 80 für 16 kleine, das ist schon hart.
daraus vier mittlere zu machen, daraus ein großes zu machen. Oh, oh nein, was habe ich jetzt getan? Scheiße, scheiße, scheiße. Das war Bullshit, jetzt habe ich alle Bänder vollgestopft. Müsste über Kupfer, hier muss Kupfer hin, das nicht so wird, dass ich hier Kupfer drauf geschmissen habe. Die waren allgemein nicht so wild, glaube ich. Das Falsche ist dazwischen. Nee. Aber der Plastik fehlt. Oh, komm, ey. Jetzt mache ich mal richtig Gönner-Trip hier. Jetzt gibt's Plastik ohne Ende. Plastik ohne Ende. Nee, warte mal. Wie viel habe ich denn jetzt wovon? Scheiße. Eins. Zwei. Ach, Menno! Brech doch nicht immer ab, nur weil ich abbrechen drücke. Ich glaube, ich habe schon voll viele Rohstoffe jetzt so verloren. Ich habe gar keine Ahnung, ob ich das Richtige hier produziere. Komm, die zwei produziere ich noch. Ja, ich denke mal nach der Aufnahme werde ich das dann erstmal durchlaufen lassen. Shit, ich hätte mir noch einen Panzer bauen wollen. Was geht denn hier? Jetzt habe ich überall die Scheiße hier hingeschifft. Und da waren zum Glück alle voll. Wahrscheinlich habe ich aber diese beiden Bänder jetzt... Ah, hier. Kupfer hochgeschifft und... Hier Kupfer und Metall. Da Stromkreise. Oh Mann. Was machen wir noch davon mittleres? Nochmal. 3, 1. Ich habe keine Ahnung. Ich baue einfach mal. So, was machen wir jetzt den Rest der Session? Ich könnte nochmal Bodenplatten legen. Ich brauche mir gar nicht so viel Scheiß, da bin ich ja gleich schon wieder voll. Doof, dass ich jetzt kein Panzer mehr habe. Ah ja. Na gut, 80 habe ich gerade mitgenommen. Die stecke ich nochmal da rein. Zack, zack, zack. Kohle brauche ich nicht. Hey. Sei nicht so hart zu dir selbst. Ist okay, wenn du fällst, auch wenn alles zerbricht, geht es weiter für dich. So, Platten gelegt. Das Schweigen hat ein Ende. Dö, 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 dö. Verkackt, würde ich mal sagen. Ne? Hol ich mal die Kohle, kann ich doch mal schön hier rüber packen. Ups, und hier dann die Reste, dann habe ich das schöner sortiert. Weil die anderen sind ja alle voll. Sollte ja auch erstmal an Kohle reichen. Hoffe ich. Hoffe ich. Panzer brauche ich noch, aber vorher. Boah, das wird ewig dauern, bis die Dinger hier fertig gelaufen sind. Ich glaube, ich lasse das einfach mal über Nacht durchlaufen. Also das Productivity-Modul, nächste Folge wird wahrscheinlich schon fertig sein.
Wahrscheinlich dann auch schon ein, zwei von den Raketenforschungen. Ich meine, es ist jetzt nicht so spannend, dass man da zugucken muss. Wie groß waren die Stacks mit Alien-Artefakten nochmal? Ich werde irgendwann nochmal eine ganze Folge wahrscheinlich nur schnetzeln müssen. Weil ich brauche, glaube ich, noch 2000 oder so. Ich habe jetzt noch 1000 hier, ein bisschen auf Vorrat. Also gut 1000 werde ich noch farmen müssen. Aber kann ich jetzt gerade nicht mehr, weil der Panzer nicht am Start ist. Ja, sind noch bei 20 Minuten. Da ich jetzt gerade nichts großartig mehr machen kann. Warum stehen hier endlich Metal Chests? Achso, weil ich es nur ausgemacht habe. Wollte schon sagen, ich dachte, die wären leer. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich jetzt gar nicht viel gemacht habe. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich über alles freuen. Und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem großen Zeitsprung dazwischen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Factorio. Ciao, ciao.